Ein Trainerschicksal, das ganz Hessen bewegt. Oliver Glasner nach dem offiziellen Aus mit der Eintracht. Ich bin jetzt im Tunnel. Was es damit auf sich hat und wie sehr ihn die Zeit in Frankfurt verändert hat, das seht ihr jetzt bei Das Thema, euren exklusiven YouTube-News aus Hessen. Pressekonferenz vor dem Bundesligaspiel gegen Mainz. Erster öffentlicher Auftritt Glasners nach der Verkündung des Trainers aus und nach diesem Vorfall. Hört mir auf mit Nicht-Kapieren, mit keinem Einsatz und keinem Charakter. Gleich zu Anfang stellt er klar: Entschuldigung für den Tonfall, der war in keinster Weise angebracht. Zum Inhalt stehe ich nach wie vor, weil ich meine Mannschaft immer, wenn sie vielleicht ungerechtfertigt kritisiert wird oder für Wille, Einsatz, Mentalität, dann werde ich sie immer verteidigen. Denn mit dieser Mannschaft hat er triumphiert. Pure Glückseligkeit in Frankfurt. Glasner gelingt das, was seit über 40 Jahren keinem Eintracht-Trainer mehr gelungen ist. Sieg in der Europa League. Und auch in diesem Jahr steht die Mannschaft wieder in einem Endspiel. Am 3. Juni DFB-Pokalfinale. Sogar einen Film gibt's über das Eintracht-Wunder. Ein schlechter Film hingegen für viele das, was sich derzeit hinter den Kulissen abspielt. Er hat einen sehr angespannten Eindruck gemacht. Ich fand auch, dass er nicht so richtig gut aussah. Er wirkte schon so auf mich und auf alle Beteiligten bei der Pressekonferenz, dass er seit Samstag möglicherweise nicht allzu viel geschlafen hat. Dass ihm das Ganze, was passiert ist, stand ihm buchstäblich ins Gesicht geschrieben. Er ist intelligent, charmant. Wir mögen ihn alle total. Ein, zwei, drei Witze hat er auch gerissen. Ich bin ja gekommen wie soll ich sagen, das meine ich jetzt gar nicht böse, so als Langweiler und gehe jetzt als hochemotionaler Typ. Also das hat zwei Jahre Frankfurt aus mir gemacht. So richtig zum Lachen ist ihm nicht zumute. Natürlich steht da auch die Frage im Raum, wie er sich nach seinem beschlossenen Abschied fühlt. Habe mich dazu entschieden, zu meiner persönlichen Situation nichts zu sagen bis Ende der Saison, bis nach Berlin, nach dem Pokalfinale, und bitte euch auch das zu akzeptieren. Ein erfolgreicher Trainer geht. Mal wieder kann man fast schon sagen, ähnliches Spiel bei Niko Kovac. Der Trainer erfolgreich rettet die Eintracht vor dem Abstieg in die zweite Liga. Dann Einzug ins DFB-Pokalfinale und 2018 der Höhepunkt. Triumph im Endspiel gegen Bayern. Was weniger gut lief, heimlich hatte er seinen Wechsel zu FC Bayern eingetütet. Das fanden die Fans und auch der Vorstand nicht so gut. Durch den Pokalsieg konnte Kovac die Bogen jedoch noch glätten. Es ist eine ähnliche Situation, nur jetzt trennt man sich, weil es nicht funktioniert. Und damals hat man sich getrennt, weil Niko Kovac, wie es im Fußball so schön heißt, den nächsten Schritt machen wollte. Ein Angebot von Bayern München kannst du nicht ausschlagen, zumal Niko Kovac da ja auch selber gespielt hat. Zurück zu Glasner und den Anfängen bei der Eintracht. Da war alles noch ganz harmonisch. Dass wir einfach eine sehr, sehr gute Atmosphäre haben, wie wir miteinander umgehen. Und dass wir dann auch, wenn wir mal beim Mittagessen sitzen, dann auch ganz entspannt über andere Themen quatschen können. Das ist für mich wichtig. Die harmonischen Zeiten zwischen Glasner und Krösche sind wohl vorbei. Es wird sich aber jetzt zeigen, wenn der sportliche Erfolg am 4. Juni ausgeblieben ist und die Eintracht wird 8., 9., 10., 11., dann muss sich möglicherweise auch der Sportdirektor Markus Krösche hinterfragen. Wir wollten von euch wissen, war es die richtige Entscheidung, sich von Glasner zu trennen? Das Voting hat ergeben, 45% sagen nein. Die richtige Entscheidung finden immerhin 35% von euch und 20% sind sich unsicher. Doch jetzt gilt für Glasner Flugrichtung internationaler Wettbewerb. Ich bin jetzt im Tunnel. Ja, und alles, was vor dem Tunnel war, interessiert mich überhaupt nicht. Alles links und rechts sehe ich eh nicht, weil da ist der Tunnel und es gibt zwei Ausfahrten. Eine ist nach Europa und eine ist nicht nach Europa. Und ich will jetzt, und mein Fokus gilt ausschließlich, die Ausfahrt Europa zu erwischen. Nur noch 4 Spiele bis zu seinem Abschied. Kann er die Sieglosserie beenden? Das ist uns wirklich jetzt eine sehr lange Zeit nicht gelungen.
Insbesondere auswärts. Ja. Aber ich weiß, dass diese Jungs alles geben, den Turnaround zu schaffen. Und dann wird er kommen. Ein Turnaround ist es für Glasner jetzt schon. Zumindest was seine Zukunft bei der Eintracht angeht. Eins ist klar, Frankfurt hat ihn verändert.